Hallo zusammen. In diesem Tutorial stelle ich das Projekt vor, das hier auf Platz 1 in meiner Übersicht gerückt ist. In der Komplexität der bearbeiteten Projekte ist es das Simpelste. Es stellt die Logik klonergenerierter Fassaden auf einfachste Weise vor. Es kommt also, wenn man sich das mal genau anschaut, ja nur ein einziges Element vor, nämlich diese Lamelle, die in der Reihung und in der Modifikation in Form der Drehung zu finden ist. Und demzufolge ist dieses Projekt jetzt hier auf Platz 1 gelandet. Das heißt, mit weiteren Projektnummern steigt auch der Komplexitätsgrad. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Ich habe die eigentliche Projektgeometrie etwas uminterpretiert. Diese Fassade ist vor geschlossenen Wandflächen montiert. Das ist auch sicherlich interessant, aber in Anbetracht der gestellten Aufgabe, dass man sozusagen von innen und außen solche parametrischen Fassaden untersuchen soll, wäre das ziemlich schade, das nicht von innen zu sehen. Es gibt tatsächlich dort nur Fenster, die diese Lamellen durchdringen. Wenn man sich die Projektfotos anschaut, so habe ich die Raumzelle aus dem Rendervorlage-Dokument dahinter gelegt als Klonobjekt und habe das mal untersucht, wie diese Fassade von innen und von außen wirkt. Ich kommentiere das jetzt mal nicht, das ist eine andere Diskussionsebene. Es ging ja wirklich darum, solche Fassadenanalysen erstmal seitens der Herstellung aufzusetzen. Wie sieht jetzt dieser Dokumentaufbau konkret aus? Ich wechsle dazu in das Cinema und wir sehen, dass ich aus dieser Renderdatei, die ich auf dem Server zur Verfügung gestellt habe, die ja diese gesamten Elemente mitbringt. Das heißt, hier sind verschiedene Settings für verschiedene Arten von Himmel und auch Sketch and Toon ist was dabei. Als auch dieses Raummodul, das habe ich verwendet, um es hinter die eigentliche Fassade zu legen. Ja, muss ich mal hier angucken. Es ist hier so ein Laubengang oder Balkonmotiv und das ist der ganze Aufbau. Das heißt, wenn ich das mal ausmache, das sind die Fassadenelemente, das ist das geklonte Raummodul. Dann sehen wir, ich schalte das mal der Reihe nach an, es gibt das Grundelement, die Lamelle. Und dann gibt es für jede Ebene einen Kloner. Wenn ich das jetzt hier mal anschalte, so, dann sind im ersten Schritt alle Geschosse maximal geschlossen. Und es kommt zu jedem Kloner noch ein Shader-Effektor dazu und der realisiert dann die jeweilige Öffnung der Lamellen. So, dann würde ich sagen, bauen wir diese Datei mal selber auf. Das heißt, wir wechseln in das auf dem Server zur Verfügung gestellte
Außensetting Demo-Dokument und bauen gleich unsere Lamellenschicht direkt hier davor. Zuerst werde ich den Kloner auf 5 Elemente nebeneinander, 4 übereinander reduzieren. Dabei ist wichtig, dass man schaut, ist der Modus Endpunkt oder der Modus Schritt angeschaltet, und wir müssen diesen wählen pro Schritt, so dass jetzt tatsächlich ich immer um eine Einheit reduzieren oder erweitern kann. Ja, Schrittmaß ist hier definiert. Das ist eine Funktion, die mit der Version 18 jetzt neu dazugekommen ist. Dann wollen wir in unserem Modell mal diese Trennwände ausblenden und dieses erweiterte OpenGL mit Schatten und Transparenz auch ausmachen. Im nächsten Schritt fange ich jetzt an, die erste Lamelle anzulegen, und dazu werde ich noch, bevor ich das tue, dieses Gesamtsystem mehr an den Nullpunkt heransetzen. Das bedeutet, ich setze das hier auf 0, das auch, und in der Höhe schaue ich mir das Ganze hier nochmal an. In der Höhe sitzt es schon auf 0. Das heißt, hier diese Ebene, die hier drunter schwebt, ist offensichtlich im physikalischen Himmel der Boden, und der ist hier auf minus 10 gesetzt. Wenn wir den also auf 0 setzen, liegt dieser Boden unter dem Gebäude. Jetzt haben wir eine spezielle Situation. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so machen würde, denn wir sehen ja hier, das ist ein Geländer. Das heißt, das, was wir uns hier als Fassadenausschnitt rausgegriffen haben, ist eher erstes bis viertes OG. Und wir lassen am besten mal den Boden hier bei minus 10. Der dient uns ja lediglich als Reflexionsfläche für Licht. Und es geht uns ja hier sowieso nur um einen Fassadenausschnitt. Okay, dann erzeugen wir uns die erste Lamelle. Die wird hoch sein, 3,1. In der Breite 0,2 und in der Tiefe 0,04. So, die liegt jetzt hier erstmal im Nullpunkt und wird von uns jetzt an die richtige Position geschoben, so dass sie von Decken Oberkante bis Deckenunterkante als davor gesetzte Lamelle platziert ist. Das machen wir am besten in der Ansicht von der Seite. Und hier werde ich die 1,60 Meter, die notwendig sind, um die Lamelle mittig auf das Geschoss zu schieben. Also das Systemmaß ist hier 3,20. Und nach vorne gerückt nehmen wir minus 0,15. So, die 15 reicht aus, um die Lamelle zu drehen. Hier mal 90 Grad eingebe, sehen wir, wenn die also maximal gedreht ist, stößt sie immer noch nicht an. So, dann müssen wir uns diese Lamelle noch
hier ganz nach außen schieben. Auch das können wir uns im Grundriss exakt positionieren. Gehe ich hier auf minus 9 Meter. So, diese Lamelle ist also an die notwendige Stelle gebracht. Und jetzt rufe ich mir einen Kloner auf. Der landet jetzt wieder im Nullpunkt. Jetzt weiß ich, dass wenn ich diese Lamelle in den Kloner stecke, wird sie von ihrer Lage im Raum weggesaugt, sage ich mal, und landet im Nullpunkt des Kloners. Was machen wir also? Ich mache den Schritt rückgängig. Wir setzen den Kloner exakt auf die Position der Lamelle. Das kann ich jetzt machen, indem ich mir dieselben Koordinatenwerte da eintrage. Ich kann es aber auch dadurch realisieren, dass ich auf Werkzeug Objekte anordnen, übernehmen. Ja, X, Y, Z steht hier ganz klein. Er soll also die Koordinaten übernehmen von dem Würfel. Das heißt, den Würfel, das Würfelobjekt ziehe ich als Objekt hier rein, neu transformieren. Der Kloner sitzt jetzt also mit seinen Koordinaten, das sehen wir, wenn wir hier in den Verschiebezeiger gehen, sitzt also genau an derselben Stelle wie der Würfel. Wenn ich jetzt also den Würfel hier einsortiere und dem Kloner sage, mach bitte 100 Klone in X-Richtung, 22, Y 0, die 22 erscheint mir ein bisschen optimistisch, ich mache hier mal 24 draus. Dann kann ich hier auch noch einige reduzieren. So, macht das Sinn? Damit haben wir also die erste Lamellenschicht vor diese Fassade gebracht. Und der zweite Schritt ist, dass wir zur Modifikation dieses Kloners einen Shader-Effektor verwenden wollen. Wichtig dabei ist, wir klicken den Kloner an, gehen auf MoGraph, Effektoren, Shader-Effektor. Der Effekt, wenn der Kloner angeklickt war, ist, dass der Shader-Effektor gleich zugewiesen ist. Sollte man das mal vergessen oder später andere Effektoren noch dem Kloner zuweisen wollen, geht man hier auf den Reiter Effektor, fest diesen gewünschten Effektor an, zieht den hier rein und dann erscheint er hier drin, wenn er nicht schon da ist und wird natürlich dann auch berücksichtigt. So, was ist jetzt passiert, als wir diesen Shader-Effektor erzeugt haben? Der Standardwert, den der Effektor mitbringt, ist skaliere um 0,5. Das schalte ich aus. Was soll der denn machen? Wir wollen diese Lamellen nicht verschieben, nicht skalieren, aber drehen. Und zwar maximal um 90 Grad. Jetzt hat er das auch mal gleich mit allen gemacht, mit allen Lamellen. Und die Frage ist ja, wo kommt die Shading-Information her, die dann übersetzt wird in die Drehung? Und die steckt, man ahnt es vielleicht schon, unter diesem Reiter Shading. Und hier können wir verschiedene Shader wählen. Shader sind ja immer mathematisch berechnete Bildinformationen, die hier zum Beispiel als Farbverlauf oder als Noise
zur Verfügung stehen. Und ich will jetzt nochmal zurückgehen und ein bisschen analysieren, was jetzt hier genau passiert ist. Der Farbverlauf ist ein sehr gutes Mittel, um erstmal sich zu fragen, wie das Programm jetzt diese Information interpretiert und damit das Verständnis für diese Systematik und damit auch natürlich die Beeinflussbarkeit dieser Systematik für sich selbst zu ergründen und einen in die Lage zu versetzen, selber solche Systeme aufzusetzen. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich schiebe hier mal einfach den ein bisschen zusammen, den Farbverlauf. Dann wird das Ganze noch, oh, zu viel. So, dann wird das Ganze noch etwas deutlicher. Wir haben grundsätzlich, auch das war zu viel. So, wir haben grundsätzlich dem Shader gesagt, drehe die Elemente des Kloners, sprich diese Lamelle, um maximal 90 Grad. Das bedeutet, was weiß ist, wird hier 90 Grad gedreht. Was schwarz ist, bleibt in der Position liegen, die der Kloner zum Zeitpunkt der Erstellung innehatte. Die Zwischenwerte, sprich diese Grautöne hier, werden in die Winkelstellung, die sich zwischen 0 und 90 Grad befindet, umgerechnet. Das ist abhängig, wie viel, also welche Winkel das sind, ist abhängig davon, wie weit sich dieser Grauverlauf auffächert. Das heißt, wenn ich den ganz eng mache, habe ich hier nur zwei Lamellen, die davon betroffen sind. Wenn ich das noch enger mache, habe ich also nur eine Lamelle, die hier 45 Grad gedreht wäre. Das heißt, damit kann ich schon in einem gewissen Umfang operieren und das auch exakt hinbekommen. Helfen dabei tut auch, wenn ich hier dieses kleine Häkchen aufklappe, dann kann ich die Position dieser Ankerpunkte prozentual zur Gesamtlänge angeben und könnte damit also auch diese Farbanker korrekt setzen. Was ist jetzt der Unterschied zu einer Noise-Füllung? Ich will mal statt dem Farbverlauf ein solches Noise aus. Und was wir sehen ist, dass jetzt die Winkelstellung recht beliebig ist. Ja, wir haben also kaum oder gar nicht Lamellen, die 90 Grad oder die 0 Grad sind. Das ist alles irgendwo so dazwischen. Das kommt daher, dass wenn man sich diesen Noise anschaut, ist das alles irgendwie grau. Was wir beeinflussen können, ist aber, hier unten sehen wir das, der Kontrast. Ich kann also den Kontrast erhöhen und damit richtige Schwarzanteile und richtige Weißanteile hier raus generieren. Dann haben wir eine zweite Änderungsmöglichkeit. Wir können die globale Größe festlegen und das will ich jetzt mal mit, mach mal noch mehr, 1000 tun. Und so ganz befriedigt mich das immer noch nicht, denn hier ist immer noch sehr wild und nicht wirklich kontrollierbar, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Interpretationsraum, das heißt, wie wird die Shading-Information auf das räumliche System übertragen, die ist hier standardmäßig auf Textur gestellt. Das
wandle ich mal um in 2D UV. Und da ist natürlich jetzt tatsächlich die 1000 viel zu groß. Okay, 100 ist vielleicht zu klein. Machen wir hier mal 200. Das sieht gut aus. Ja, jetzt haben wir also Bereiche, die sind geschlossen und andere Bereiche sind offen. Das ist also erstmal von der grundsätzlichen Größe in Ordnung. Jetzt könnte man ja immer noch hier an dem Clipping, das heißt, hier werden Farben nochmal abgeschnitten. Daran könnte man arbeiten, man könnte an dem Kontrast noch feilen und sich die Ausprägung der Lamellenstellung noch ein ganzes Stück auf die eigenen Bedürfnisse hin optimieren. Wir beschriften jetzt als nächstes diesen Klon Ebene 1, nehmen das hier in den Zwischenspeicher und das auch. Dann duplizieren wir das Ganze, Command C, Command V und verschieben den Kloner um 3,20 Meter nach oben. Also hier plus 3,2. So, an der Stelle kann ich jetzt prüfen, ob der Shader, den ich mitdupliziert habe, auch tatsächlich der ist, der hier drinnen verknüpft ist. Das ist der Fall. Und um jetzt Änderungen in der zweiten Geschossebene zu haben, klicke ich wieder auf diesen Shader und verändere den Startwert. Und das mache ich jetzt für die anderen beiden Geschosse ganz genauso. Kopieren, einfügen, umbenennen. Das Element um plus 3,2 nach oben versetzen und dem Shader einen anderen Startwert geben. So, okay. Das heißt, mit der Pflicht sind wir durch. Das ist unser System, das hier zur Anwendung gekommen ist. Und als letztes werden wir jetzt noch uns eine Befestigung für diese Lamellen hier dazwischen legen. Dafür werde ich einfach eine dieser Lamellen nehmen, also die ganz unten, die kopiere ich mir raus, füge die ganz oben wieder ein und werde jetzt die Werte verändern. Und zwar, ich schiebe die mal hier dazwischen. Mach das erstmal grob. So vielleicht. Okay, so müsste sie irgendwie liegen und dann muss es natürlich endlos lang sein. Die Werte, die wir jetzt hier verwenden, das sind die 320.
die Tiefe machen wir minus 1 und den Wert setze ich auf 33 und diesen Wert müssen wir das erstmal hier in die Mitte schieben und mal ausmessen, wie groß das in der Breite ist. Das sehen wir hier. Abmessungen plus zeigt uns an 22,5. Das heißt, hier machen wir auch 22,5 draus. 22,5. Und das muss dann hier hin. Schätze ich mal. So, genau, das stimmt. Also 2,25, 3,20, minus 1 und die Ausdehnung ist 22,5, 0,035 in der Höhe und 33 in der Tiefe. Hier können wir auch eine 4 draus machen. Das ist, glaube ich, simpler. So, und jetzt beschrifte ich das noch ordentlich. Leg die jetzt auf 0. Nehme mir einen Kloner. Der Kloner soll die Position übernehmen. Werkzeug übernehmen von der Lamellenbefestigung. Das heißt, jetzt kann der Würfel mit dem Namen Lamellenbefestigung in den Kloner hinein. Und hier sagen wir einfach 3,2 bei 5 Klonen übereinander. So, nochmal kontrollieren. Das sieht gut aus. Jawohl. So. Wäre als letztes noch eine Materialität den Lamellen zuzuweisen. Okay. Und dann kann man es rendern. Ich werde jetzt mal hier ein Stück einzoomen. Wähle das Preset Vorschau, GI Setting Preview aus und lass das hier mal einfach durchlaufen. Schön, mit dem Bild verabschiede ich mich. Wir sind fertig.